Ja, wir sind hier jetzt in Johannesburg gelandet. Wie ihr seht, das Laufband ist ausgestellt, die Klimaanlage ist ausgestellt. Draußen sind es irgendwie fast 26 Grad. Insofern lecker warm hier drin. Wir sind aus Tallinn über Frankfurt dann nach Johannesburg geflogen. Beziehungsweise sogar Zürich habe ich fast vergessen. Da hatten wir ja unseren Clubhouse-Live-Chat. Und da war es also üblich, dass wir bei der Sicherheitskontrolle nicht kontrolliert worden. Hier sind wir kontrolliert worden. Der Flughafen in Tallinn war busy, der Flughafen in Frankfurt semi-busy, Zürich war traurig. Hier ist ein bisschen mehr Leben, hier ist ein Abflug gewesen nach Windhoek. Also insofern, hier funktioniert es. Sind am Gate hinter mir angekommen mit der Swiss-Maschine und die wurde umgeparkt, weil wir jetzt erstmal hier 10 Stunden warten. Wir haben noch gleich einen Termin, deshalb ist das nicht umsonst die Reise. Da schauen wir mal. Gleich wird die Lounge auch öffnen um 10.30 Uhr. Das ist die einzige Lounge, die auf hat. Es ist keine Menzies Lounge oder sowas, sondern es ist eine normale Lounge, also nicht von Lufthansa und so weiter. Hinter mir seht ihr das Café, was hier in dem Bereich offen hat. Und ihr könnt euch vorstellen, ja, jetzt ist hier wieder Totentanz. Das Einzige, was für mich halt sehr, sehr spannend war, war, dass wir durch den Transit gegangen sind, durch dunkle, hohle Gassen, weil das Licht auch auf Sparflamme ist, Klimaanlage Sparflamme, Lichtsparflamme, Rollteppensparflamme, heißt also, wir mussten alles Gepäck schleppen und wurden dann natürlich nochmal durch die Security-Kontrolle gejagt. War auch sehr spannend, war im Prinzip eigentlich in meinen Augen eher so eine Semi-Veranstaltung, also man hat sich um die Flüssigkeiten nicht gekümmert. Geht also alles wichtig, der Tipp an dieser Stelle, wenn ihr in Johannesburg einen Turnaround machen wollt mit einem Ticket, wichtig, denkt dran, dass ihr die Bordkarte schon habt, weil wenn ihr nicht die Bordkarte vom Connecting Flight habt, Swiss fängt an zu arbeiten so zwischen 3 und 4 Uhr. Heißt also, wenn wir nochmal auf die Uhr gucken, wir haben 10 Uhr, wir sind hier um kurz nach 8 Uhr gelandet. Dann könnt ihr ja selber nachrechnen, dass ihr dann 6 Stunden unten in einer halbdunklen Halle seid. Wir wollten euch das einmal aufnehmen filmisch, aber leider durch das Licht, das war qualitativ leider nicht so, dass man das zeigen konnte. Also im Prinzip könnt ihr euch vorstellen, dass nur ein Viertel der Neonröhren an war. Es waren auch einige Leute schon gestrandet. Viele Dinge sind hier immer noch in South African gebrandet. Die sind ja leider pleite, was ein Nachteil ist. Insofern, dass die Swiss ein Operational Dilemma hat. Sie haben das Essen zum Beispiel schon in Zürich mitgebracht, muss immer wieder damit Trockeneis nachgekatert werden. Und ihr hört der obligatorische Hinweis. Ja, dieser Hinweis kommt gefühlt jede 15 Minuten, wenn ich das so richtig getaktet habe. Vom Covid-Standpunkt her muss man ganz einfach sagen, sehr, sehr sicher. Wir haben überall diese Mülltonnen mit Biohazardous Waste. Das heißt also, da könnt ihr eure Masken entsorgen. Ihr seht auch bei mir, medizinische Masken sind hier nicht vorgeschrieben. Deshalb bin ich in ein etwas komfortableres Modell gegangen. Sprich, an Bord sind medizinische Masken oder Chirurgenmasken mandatory, also Pflicht. Nur das als Hinweis, hier dann nicht. Es gibt hier überall Spender. Das ist auch etwas, was sehr gut ist. Wir fühlen uns hier sicher. Wir haben nicht das Gefühl, dass es hier irgendwie unsicher wäre, weil wirklich überall Desinfektormaschinen, hätte ich fast gesagt, diese Pumpmaschinen stehen und natürlich auch, wo man das Zeug loswerden kann. Ja, ganz wichtig, ihr bekommt auch einen Stempel rein, wenn ihr in Transit geht. Wer also einen Stempel vermeiden wollte, weil er Angst hat, dass er nicht einreisen will, es steht auf dem Stempel auch Transit drauf. Insofern ist das auch ganz klar, dass ihr hier nur im Transit wart. Nochmal der Hinweis wegen der Bordkarte. Hättet ihr keine Bordkarte, müsstet ihr wirklich da über 6 Stunden oder länger warten, bis die dann wieder anfangen mit ihrem Service. Deshalb das als Diensthinweis für euch. Ihr seht auch links von mir weit hinten die Swiss-Maschine geparkt. Die wird vom Dock weg gepult. Und dann kommt die zweite Durchsage, die ist auch spannend. Regulations, passengers are required to scan their own boarding pass at the security point for their safety. As part of our COVID-19 safety.
safety measures, please ensure that all personal items are removed from your pockets and placed in your hand luggage. Kindly place your bag on the belt at the security checkpoint and your laptop in the tray. Your health, safety and security is important to us. Protect you, protect us. Der klassische Spruch, protect you, protect us. Also ihr seht, man hat zwei verschiedene Durchsagen, die im Viertelstundentakt laufen. Da noch ein kleiner Hinweis für die Security, habt ihr ja auch in der Durchsage gerade gehört, ihr müsst den Boardingpass selber scannen. Wir wollten ihn scannen, er ging nicht. Scannt ihn öfters, weil hätte der Boardingpass sich nicht scannen lassen, wärt ihr wirklich da am Warten gewesen. Ich war schon schockiert, ich war traumatisiert, ich habe mich bildlich schon in der Halle gesehen. Aber wie gesagt, hier ist es luftig, hier ist es schön. Und wir geben euch gleich auch noch ein paar Eindrücke von der Lounge. Namen kann ich gar nicht aussprechen, ich muss es ablesen. Deshalb schwingen wir gleich rüber zur Lounge und geben euch da noch mal ein paar Insights, wie die Lounge aussieht, wie die Lounge zu betreten ist und vor allem, wie es da drinnen aussieht. Und was ich mich frage ist, kann ich duschen?